Also es ist einerseits ein Mythos und andererseits sind es die Fakten. Wer schreiben möchte, wer ein Buch machen möchte, der muss sich zurückziehen. Ob das in Berlin ist oder in Leuk, in einer Einsiedelei oder in einem Hotelzimmer. Er ist mit sich allein und mit seinem Papier oder mit seinem Bildschirm. Das heißt, es ist eine durch und durch einsame Tätigkeit. Wenn ich mit Leuten darüber spreche, dass ich hier bin und wie ich hier lebe, sagen die immer, oh, ist ja toll, das würde ich auch gerne mal machen, so ganz für mich, mich auf meine Dinge konzentrieren. Und ich weiß, dass 99% dieser Leute, die das so für sich selber beschwärmen oder idolisieren, hier komplett durchdrehen würden. Felicitas Hoppe sagt, ich habe Zeit meines Lebens davon geträumt, die Kunst auf die leichte Schulter zu nehmen. Davon träume ich eigentlich immer noch. Früher wusste ich, ich komme an eine Grenze, aber ich werde es schaffen. Und eigentlich habe ich das erst seit 2 bis 3 Jahren, dass ich hin und wieder das Gefühl habe, ich kann so nicht weitermachen.